Nachdem Herr Fritz sofort unserer Anregung nachging, diese Tabelle der Telefonbilligvorwahlen seitlich wie früher schon zu platzieren, damit man sie ganz leicht ausschneiden kann, was ja der Sinn ist und wohl alle tun, steht diese nun seit einiger Zeit wieder dermaßen ungünstig, dass es die Zeitungsseite zerstört und außerdem total umständlich ist. Wer ist dafür verantwortlich? Wohl jemand, der dieser Aufgabe nicht gewachsen ist. Kontrolle! Da gibt es sicher Fähigere.